Hallihallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wurde gerade beschenkt und habe Strähnen bekommen. Ich bin so happy. Das sieht ja wieder mal fresh aus. Ich müsste Silbershampoo nachkaufen. Ich merke, dass es hat leicht Gelbstich. Wisst ihr, was ich meine? Hier unten sind sie viel, viel heller natürlich als oben. Aber das macht mir gar nichts aus. Ich meine, ich bin ganz, ganz froh, dass meine Freundin endlich Zeit gefunden hat und wir uns einfach beide technisch gesehen, zeitlich irgendwie voll knapp und keine Ahnung was. Und jetzt geht's. Ich werde euch zeigen, was ich so aufgebraucht habe. Genau. In dem Video geht's um aufgebrauchte Produkte. Es ist wieder random, weil ich finde, es lohnt sich nicht, Haushalt und Ding getrennt zu machen. Ich zeige euch erstmal den Teil mit Pflege und sowas und dann zeige ich euch einfach den Haushaltsteil. Die Leute, die das nicht sehen wollen, die können ja wegklicken. Und die, die beides sehen wollen, haben dann alles in einem. Ich habe lieber ein etwas, sag ich mal, bis zu 30 Minuten Video, wie fünf kleine, die verlieren sich bei mir. So, ich fange an. Feuchte Babytücher gehört zu meiner gehört zu meiner Schminkroutine dazu, nicht Abschminkroutine. Und zwar mache ich immer, immer, immer meine Hände sauber. Egal, ob ich Foundation drauf habe, Kajal weich gemacht habe, irgendwas. Ich brauche mindestens ein Tuch am Tag, wenn nicht zwei. Ich finde, die riechen ganz angenehm, die brennen nicht mal im Gesicht. Also ich glaube, dass sie relativ mild sind, weil es gibt auch Arschtücher, die echt brennen. Von daher kann ich euch sie auch mal, wenn ihr Foundation abschminken wollt, habe ich auch schon gemacht, ne? Im Gesicht, dann wurde das auch damit abgeschminkt. Von daher, ja. Dann habe ich Ohrenstäbchen leer gemacht, aber das sind diese Kosmetikstäbchen aus Watte und 100% Baumwolle, neu mit umweltfreundliche Papierstäbchen, 70 Stück. Ich habe das umgefüllt, auch natürlich zum Teil leer gemacht, aber auch umgefüllt nochmal. Ich benutze sie sehr selten. Ich glaube, wann habe ich sie gekauft? Vor 3 Monaten oder sowas bestimmt. Also im Rossmann, ich glaube, das war, keine Ahnung, ich kann euch das nicht sagen, im Sommer irgendwann, da habe ich sie gekauft. Und das ist auch in Ordnung, es muss nicht immer, ich bin so, so happy gerade mit meinem Ansatz. Ich sehe eigentlich voll abgeschminkt aus und voll, voll schlimm, weil ich mir das Wasser natürlich in die Augen gerannt ist und die ganze Mascara. Aber Gott sei Dank hat mein Pony. Und nein, er wurde nicht nachgeschnitten, weil wir einfach zeitlich keine Zeit mehr gehabt haben. Wir haben einen schönen Nachmittag gehabt und sie musste noch woanders dahin und das ist auch in Ordnung. Ich habe gesagt, nächstes Mal, wenn ich zu dir komme, kann man ihn nachschneiden. Aussortieren werde ich jetzt die Catrice Glam & Doll Mascara, passend zu meinem Nagellack. Ja, sie ist toll. Ich finde aber, es gibt ein besseres. Sie ist natürlich nicht ganz leer, aber sie gibt nicht mehr das ab, was sie mal abgegeben hat. Und das reicht mir dann nicht. Wisst ihr, ich möchte nicht drei Schichten Mascara drauf machen, damit ich einigermaßen ein Ergebnis habe, sondern mir persönlich würden 2 schon reichen. Höchstens eine. Wisst ihr, ich quäl mich damit nicht rum. Hat ihren Soll dafür erledigt. Dann habe ich heute Morgen, nee, gestern Abend habe ich geduscht, Tonerde Duschcreme. Ich dachte ja eigentlich, das wäre eine Maske. Sah für mich so nach Maske aus. Tonerde Duschcreme, sensitiv, weiße Tonerde. Tonerde und Mandelöl. Ich rieche keine weiße Tonerde, ich rieche tatsächlich dieses Mandelöl raus. Ich würde es mir nicht nachkaufen. Ich mag so Ökoprodukte nicht. Das bin nicht ich. Wenn ich was Cooles finde für mich, dann würde ich es auch kaufen, aber das war jetzt nichts. Dann habe ich eine Foundation jetzt mal aussortiert. Ich glaube, die ist umgekippt, weil, seht ihr, die ist ganz aufgedunstet. Die ganze Verpackung hat sich irgendwie gelöst. Wenn man so reinguckt, sieht das auch nicht mehr gesund aus. Muss ich ehrlich sagen, es hat sich so getrennt. Ich möchte das ehrlich gesagt nicht auf mein Gesicht schmieren. So aufgedunstet heißt schon nichts Gutes. Wobei, wir können es ja mal aufmachen und dran riechen. Du, riechen tut's nach nichts, aber ich dachte, das riecht nach faulen Eiern oder so aufgedunstet. Das war von Maybelline, trotzdem möchte ich das nur noch wegschmeißen und gut ist. Dann habe ich aufgebraucht einmal so einen Schwamm. Ich habe neue in Verwendung und der fühlt sich auch echt eklig an. Kennt ihr das, wenn Weichspüler dran war? So fühlt er sich an und er ist auch ganz porös. Der war jetzt vom Ebelin. Ich habe welche von Ikea, die sind etwas kleiner. Ich mag eigentlich ganz, ganz gerne, wenn sie ein bisschen gröber sind. Aber der hat so einen Schmierfilm drauf, das mag ich nicht. Dann habe ich noch aufgebraucht, weil ich es ausgetauscht habe vor kurzem, so ein Wasch,
Peeling-Handschuh. Ich mag die tatsächlich am allerliebsten, denn ich mag nicht, wenn ich einen Handschuh anziehe, dass jeder einzelne Finger bestückt ist mit so einem Teil. Das finde ich irgendwie eklig. So, dann habe ich leer gemacht von Clinique. Danke, Sunny Schatz, dass ich es austesten durfte. Das Kleine habe ich, glaube ich, schon vorher leer gemacht. Das Große habe ich jetzt in Hamburg nochmal benutzt gehabt und auch meine Tante und alle möglichen. Dann ist meine Tante weggefahren, ich weggefahren und ich habe den Rest jetzt mitgenommen. Das waren 1,5 Anwendungen. Die habe ich jetzt hier aufgebraucht und platt gemacht. Das braucht jetzt nicht noch ein halbes Jahr, Jahr bei meiner Mutter stehen. Fand ich in Ordnung. Ich weiß nicht, was die kosten, aber ich sehe es nicht ein für die. Für den Augen-Make-up-Entferner 20 Euro auszugeben, sei es auch 15. Ich bin nicht bereit. Ich finde 3 Euro schon teuer. Also für Maybelline oder sowas, 5 Euro finde ich schon irgendwie. Es ist so ein Verbrauchsprodukt, würde ich sagen. Dann habe ich ein Peeling. Ja, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Du hast mir ganz, ganz tolle Sachen geschickt. Oh Mann, Ina. Ich habe keine Ahnung. Es ist wie einfach gelöscht. Ich weiß es nicht. Ich kann auch jetzt gerade nicht nachschauen, dann ist das Video weg. Aber vielen, vielen Dank dafür. Es tut mir echt leid. Es ist echt frech von mir, dass ich deinen Namen nicht mehr weiß. Ich weiß es sofort gleich wieder, bestimmt nach dem Video. Aber trotzdem, in dem Moment fällt es mir nicht ein. Das hier, das fand ich ein bisschen eklig. Also nicht, ich bin nicht undankbar oder sowas, aber das roch für mich nach Oma. Ich weiß es nicht, ich mag so Oma-Produkte nicht. Das war von Sabon 3-in-1 Face Matte Scrub Mask. War nicht mal, es hat so nach Öko und nach aller Oma und am Arm gerochen. Ich danke dir für jede Pröbchen, die du mir gegeben hast. Ich bin wirklich dankbar für jede Kleinigkeit, die du mich damit beschenkt hast. Aber viele Sachen sind halt auch für mich nix dann. Und ich bin froh, dass ich es aber ausgetestet habe mit einer Miniatur statt in XXL-Form, ne? Vielen Dank trotzdem dafür. Ich möchte nicht undankbar klingen. Um Gottes Willen, weil mir jemand unter meinem Video mal geschrieben hat, sei doch froh, dass du überhaupt bekommst. Ich bin froh, ich sag ja auch nicht, nee, ich bin nicht froh und ihr seid doch alle, sondern die Leute, die mich auch beschenken oder wir Trash-Pakete machen, ich glaube nicht, dass sie also dass ich undankbar rüberkam. Oder Mädels, ihr könnt ja gerne mal schreiben. Ich bin immer dankbar, ich bin immer wirklich, wirklich, wirklich dankbar, aber ich knie nicht nieder und sag, oh mein Gott, vielen, vielen Dank und ihr, das ist ein tolles Produkt, wenn ich es doch nicht mochte. Wisst ihr, was ich meine? Da muss man so ein bisschen abwägen. Danke für die Geschenke, natürlich. Vielen, vielen Dank tausendmal. Aber es kann auch sein, dass es eine Sache nicht funktioniert. Und so war es halt nochmal mit Avon. Das hier war nicht so meins. Ich fand auch, das hat nicht. Es hat einen kleinen Scrub gegeben. Fand ich sogar milder als ein Lippenscrub. Doch war dieses Schwarze. Also ich mag dieses Schwarze, glaube ich, nicht. Das hat mir meine ganze Waschbecken eingesaut. Und es riecht nach Oma. Ja. Das riecht definitiv nach Oma. Und dann. So. Oh. Ja, genau. Ich habe zwei Pröbchen leer gemacht. Einmal von Juvena. War in Ordnung. Roch aber auch ein bisschen, finde ich, nach älterer Dame. Immer Oma, ne? Nee, nee, nach älterer Dame. Dann von Omina. Also von Bulgari Omina. Omina Pink Saphir. Ja, fand ich in Ordnung, würde ich mir aber nicht nachkaufen. Ich finde, da ist so eine süßliche Note. Selbst wenn ich dran rieche, kriege ich ein bisschen Kopfdröhnen. Dann ist mir tatsächlich, habe ich was umgefüllt. Da ist aber auch nicht mehr viel drin. Habe ich umgefüllt in den Lacombe. Der ist jetzt halb voll. Da habe ich komplette Flasche umgefüllt. Von den OPI-Nagellack. Der wird auch ratzeputze leer. Da bin ich mir sicher. Ich mag die Farbe total gerne. Ich finde sie so fantastisch. Das ist das perfekte Rot von diesen OPI-Lacken, was es überhaupt in dem ganzen Set gab. Das ist ein dunkles, frauliches Rot. Das kann man zu jedem Anlass tragen. Weihnachtsfeier. Das kann man tragen, wenn man seine Kinder kriegt. Ja, das kann man tragen, wenn man den Abwasch macht. Also das ist eine Farbe, eine sehr, sehr edle Farbe von dem Flak, also von der Farbe her auf den Nägeln sieht das sehr, sehr edel aus. Besser als so
Rotrot, wisst ihr, was ich meine? So Erdbeerrot mag ich nicht so gerne, aber dieses frauliche Rot, dieses damenhafte, dieses edle, dunkle Weinrot finde ich absolut geil. Trage ich aktuell auch auf meinen Fußnägel. Sollte ich heute mal bearbeiten, meine Fingernägel, die brechen mir. Nicht, dass sie abbrechen, aber die splittern dann immer so ab. Seht ihr das? Und hier auch am Daumen, da habe ich die Hälfte auch verloren. So, dann zeige ich euch mal noch, was in Hamburg leer gegangen ist. Ich fühle mich blütenschön mit dem Duft der Mangolie. Duscht das? Ich weiß nicht. Ich finde die Verpackung ganz, ganz toll, weil es läuft nicht aus, auch wenn der Deckel offen ist. Werde ich wieder aufheben. Ihr wisst ja, ich punche ja gerne rum, weil ich einfach das System gut finde. Da ist so ein Nöpsi dran. Da, selbst wenn ich die Flasche jetzt offen hinstelle, da kommt kein Stückchen raus, weil die Verpackung so. Das ist so ein Erschle da drin. Ja, finde ich ganz toll. Das Duschgel weiß ich nicht. Meine Mutter hat das nachgekauft. Ich denke, sie mag das. Sie kauft eh nicht so gerne ein. Dann aktuelles, dann natürlich mein Silbershampoo. Ich habe euch mal die große Pulle gezeigt. Hier ist noch ein Mini-Mini-Rest drin. Ich werde das wieder aufheben und packe mir dann wieder Silbershampoo von dieser Literflasche da wieder rein. Finde ich einfach besser. Aber es ist jetzt aktuell komplett leer. Ich habe kein Silbershampoo im Haus. Dann auch zum Putzen habe ich von, wie heißt denn das? Das roch so, so gut, aber sie haben die Formulierung geändert. Mangolie und irgendeine Blüte, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, das gibt es bei Kaufland und bei Rossmann mit diesem lila Etikett und ihr seht auch, die Flüssigkeit ist so lila. Sie haben die Formulierung geändert, es riecht komplett anders. Ich werde es nicht mehr nachkaufen mit dieser alten Formulierung, ja. Mit der neuen nicht. Ich finde, mit der neuen riecht das tatsächlich nach Putzmittel. Das andere roch nach Badezusatz. Ich werde es nicht nachkaufen. Jetzt ist aus Versehen was vom Haushalt noch dazu gekommen. Ja, so ist es halt. Dann habe ich meine Mama und ihrer Schwester eine Maske gemacht. Und zwar die hier. Slay. Was? Wie heißt sie? Slay? Mask? Cheat? Kiwi. Ich habe sie damals für 2 Euro ergattert im DM. Ich habe gesehen, von Coco Star gibt es aktuell von Action, also bei Action von Coco Star für 1 Euro. 95 Cent oder sowas. Und beim 1-Euro-Shop habe ich Gurke gefunden. Habe ich aber beides nicht mitgenommen. Brauche ich nicht. Ich habe es meiner Tante empfohlen, weil es eigentlich nicht schlecht ist. Es ist ein Gag. Es ist auch Feuchtigkeitsspenden. Aber ich würde es nicht nachkaufen, weil ich es einfach rein theoretisch nicht brauche. Mir reicht einfach eine Gesichtscreme und Punkt. Ich versuche ja so ein bisschen abzubauen, deswegen habe ich mir keine Gesichtsmasken gegönnt. Dann habe ich ja leer gemacht noch ein Trockenshampoo von Batise Volumen. Finde ich cool. Ja, ist jetzt aber leer und es ist okay. Dann auch leer gemacht ein Shampoo bei meiner Mutter. Alina Med. Keine Ahnung. Ich finde nicht, dass es. Das riecht wie Multivitaminbonbon mit einem Hauch Waschmittel. Aber es macht auch richtig schön die Haare sauber. Also es macht wirklich sauber. Es macht auch so ein bisschen Griffigkeit, finde ich. Normales bis anspruchtes Haar. Aber ich finde nicht, dass es die Haare hängen lässt. Und das finde ich ganz gut. Und ich weiß nicht, wo sie es gekauft hat. Keine Ahnung. Für fettiges Haar. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es funktioniert. Und das ist schon mal das A und O. Dann habt ihr von meinem Missgeschick natürlich mitgekriegt, ne? Ich habe meiner Tante ein nagelneues, frisches Parfüm hier von Larisee mitgebracht. Es war original verpackt. Mir ist die ganze Tüte, also diese Tüte, runtergefallen. Es war noch original verpackt. Und es ist gebrochen. Aber es ist so hässlich gebrochen, dass ich nicht wusste, weil es ja noch zu ist in der Verpackung, ist mir komplett rausgelaufen. Hier war noch einmal was drinne für meine Tante und einmal noch für mich habe ich versprüht. Also es ist dann abgedampft, was dann einfach verdampft ist. Die 106 Larisee riecht wie Lacombe. Lacombe Hypnose finde ich einen ganz, ganz tollen Duft. Spiegel ich mich auch wieder. Würde ich mir auch tatsächlich nachkaufen. Ich finde auch 50 ml toll für 17 Euro oder was. Absolut lobenswert, auch der Duft und so. Es kommt dem Original sehr nah. Ich finde, das Einzige, was nicht so nah kommt, ist der Herrenduft, den ich bestellt hatte. Da finde ich einfach das Original viel, viel besser. Ansonsten kann ich mich bei dem anderen zwei nicht beschweren. Ich habe sie eh nicht. Von daher sehe ich da keinen Unterschied. Das ist das, was ich da habe. Und da sehe ich auch keinen Unterschied großartig. Ich finde es gut. Meine Freundin sagt, es hat so eine Unternote. Aber
Ich benutze es trotzdem gerne. Es ist jetzt leer. Es ist jetzt leer, weil es komplett. Aber ich finde, irgendwas war dann auch nicht mit der Verpackung richtig. Ich meine, hinfallen okay, aber es war ja komplett zu. Es ist richtig aufgebrochen. Seht ihr das? Also es ist nicht so, dass es hier kaputt gegangen ist, sondern es ist echt geköpft worden. Ich habe schon wieder jemanden geköpft. So, Zahnpasta sind zwei leer gegangen. Einmal Oral-B Zahnfleisch und Schmelz Pro Repair. Die habe ich von Mama noch mitbenutzt. Ich finde sie gar nicht so gut. Am Anfang dachte ich, oh ja, klar. Aber ich finde, dadurch werden meine Zähne schmerzempfindlicher als bei einer normalen Zahnpasta. Und Gum Pro X Sunstar Gum Gum Paroques. Keine Ahnung, die hier. Die war irgendwann mal mit der Post da oder ich habe sie im DM mitgenommen. Die war so bläulich. Die hat nach Kräutern mit Minze gerochen. War angenehm. Sie machen meinen Mund sauber. Fertig. Dann habe ich noch eine Fußsalbe. Sehr interessant. Meine Tante mochte die auch. Meine Tochter. Also Tante mochte die auch, soll das heißen. Ja, Fußsalbe. Ich finde das auch cool. Ich habe noch so eine Handsalbe. Vielleicht benutze ich das mal für die Füße, weil ich finde es echt angenehm. Wenn man dann dicke Socken anzieht und es richtig schön einziehen kann, finde ich es gut. Der Rest ist nicht so. Also, wenn man damit auch rumläuft, nee. Also, die Tüte von Hamburg ist leer. Jetzt kommen wir noch zu dem Kram. Ich wollte euch was zeigen. Ich habe mir ein neues Stativ gegönnt. Es hat um die 20 Euro gekostet. Ich glaube sogar ein bisschen weniger. Und wenn ihr ein cooles Stativ für den Tisch haben wollt, das ist echt mini. Also es ist nicht so groß. Ich hatte noch ein kleineres, aber das ist noch ein stabileres. Fällt mir hier alles runter. Es ist stabil. Es macht das, was es soll. Und ich bin total begeistert. Also guckt euch auf jeden Fall mal das an. Und das habe ich bei eBay gekauft. Und ich finde das super. Unter 20 Euro für ein Stativ ist klasse. Ich gebe doch keine 200 für ein Stativ aus, wenn ich nur mein Handy drauf transportiere und nicht ganz Bagage. So, dann hat mein Freund leer gemacht. Ja, der hat auch mal was leer gemacht. L'Oreal Men Expert. Er benutzt es gerne, hat er zu mir gesagt. Ich war ganz erstaunt. Da ist bestimmt wieder was drin. Nee, jetzt ist es leer. Also es lässt sich auch nicht hochpumpen. Also es pumpt ja alles hoch. Das roch sehr angenehm. Ich habe es auch mal ein, zwei Mal benutzt. Fand ich cool. War so ein bisschen beppig. Aber er mochte das und er hat das Gefühl, er kriegt weniger Pickel, wenn er sich eincremt. Ja, Halleluja. Dann sortiere ich endlich aus diesen komischen Schwamm hier. Das war der unnötigste Kauf ever. Für mich ein absolutes Flop. Es ist so... Nee, es ist nicht so weich wie der Real Techniques. Ich weiß gar nicht, warum man so einen Riesenschwamm braucht. Nee, ist für mich ein Flop. Dann hergegangen ist Catrice. Die 24 Stunden Foundation Made to Stay in der Farbe 15 Vanilla Beige. Fand ich... nicht gut. Ich fand sie nicht gut. Ich habe sie aufgebraucht. Ja, ich habe sie gepuncht mit anderen Sachen noch. Aber ich fand sie eigentlich nicht gut. Deswegen möchte ich auch nicht so viel dazu sagen. Ich hoffe, die gibt's nicht mehr. Weil sie ist sehr pastös. Sie ist so dickflüssig, ja. Sie ist nicht wie... Sie ist ein bisschen wie Öl mit Butter zusammen. Also so zäh und... Oh, nee. Keine Ahnung. Sie ist nicht so... Hier kommt einiges Dekoratives. Ich zeige euch mal einen Abschminklappen, was ich zum Abschminken benutze. Wenn ich zum Beispiel eine Maske drauf gemacht habe, benutze ich diese Küchenschwämme. Die gibt es im Dreierpack bei DM. Ich habe es aus Versehen auf 95 Grad gewaschen und dann war es sehr porös. Da wollte ich es aufhängen, denn es ist in der Mitte gerissen. Aufgebraucht habe ich von Victoria's Secret ein, ich würde sagen, das riecht nach Red Plump und Fraseria. Fraseria, irgendwie eine Lotion. Fand ich gut. Also es ist eine dünne Lotion. Ich würde sagen, eher was für den Sommer. Was Erfrischendes mit so einer Zitrusnote. Irgendwas auch bitter. Ja, würde ich aber nicht nachkaufen. Sowas kriegt man immer wieder irgendwo geschenkt, ne, wenn man Parfüm kauft. Ich versuche immer sowas zu meiden. Nicht, weil ich es nicht gern habe, sondern weil ich finde, ich benutze es nicht so, wie es Ich finde, ich schätze es nicht so, denn es liegt meistens so ein halbes Jahr in meiner Schublade bis ein Jahr. Nach zwei Jahren denke ich so, oh, musst du aufbrauchen und dann brauche ich das schnell auf. Ich genieße es dann nicht, sondern es ist eher so, oh, das ist so teuer, lass es mal in der Schublade. Ist ja dann nichts, weil das verkommt ja.
So, gemischt habe ich die Estée Lauder Double Wear mit der Foundation. Die hier ist komplett leer. Die habe ich komplett hier reingefüllt. Aktuell ist vom Stand, sie war komplett voll. Aktuell bin ich jetzt hier. Also ich komme gut durch meine Foundations, auch weil ich Mama und ihre Schwester mit 1,5 Pumper versorgt habe pro Tag. Aber auch hier tolle Foundation. Ich würde für den Preis sagen, schon tolle Foundation. Ich finde, irgendwie haben sie funktionieren gut miteinander. Also wird da schon irgendwas dran sein. Ne? Dann habe ich ein Nagellack leer gemacht. Und zwar, es ist schon eine Weile her. Da habe ich den hier benutzt. Den habe ich, glaube ich, zweimal benutzt. Dann war er schon leer. Da kam absolut gar nichts mehr raus. Tolle Farbe, die ich mir da zusammengemischt habe, war mal von Miss Lin. An sich mochte ich den Pinsel nicht. Also von Miss Lin werde ich nichts mehr kaufen. Ich mag die Pinsel nicht. Es ist mir einfach zu mühselig, es aufzutragen. Dann habe ich hier was umgefüllt, ne? Ihr seht, der Stick ist leer, weil ich finde, mit dem Stick selber trage ich mir ungern was auf. Ich finde aber, da er ist hochwertig. Also wenn man ihn so anfasst, ist er relativ hochwertig. Trotz, dass er so ein kleiner Scheißerchen ist. Blue Serum von Chanel, nein. Ich würde es auch nicht aufschneiden. Ich brauche es nicht. Ich finde, es ist ein überteuertes Produkt für nichts können. Bestimmt kostet dieses kleine Scheißerchen auch 50 Euro. Ich lasse es jetzt nochmal runterlaufen. Ich denke, da kommt noch einmal eine Anwendung raus und dann wird das in die Tonne gekloppt und dann ist es fertig für mich. Auch aussortiert habe ich den Liquid Ink Liner. Habe ich ja gesagt vom Urlaub, glaube ich, dass wenn der nicht mehr, weil der funktioniert auch nicht mehr so richtig. Da ist zwar noch genug Produkt so an sich dran, aber ich finde, er ist irgendwie so ein bisschen eingedickt oder so. Ich will das nicht mehr an meine Augen schmieren. Punkt. Dann auch etwas, was ich aussortiere, weil ich einfach finde, das verklumpt mir mehr, als es tut. Volumen Stylist, 18 Stunden, Cult and Her. Wenn man das gekauft hat, war es richtig gut. Ich finde, es schmiert derzeitig nur so. Von Essence mochte ich aber sehr, sehr gerne eine Zeit lang. Oh, scheiße, wollte ich ja in eine andere Tüte. Dann in Hamburg auf jeden Fall leer gegangen ist mir hier von OPI der Nagellack. Den habe ich umgefüllt gehabt, ja. Und zapzarab war das Ding leer. Als der Pinke leer war, habe ich komplettes Fläschchen hier durchlackiert, weil ich den echt oft benutzt habe. Ich bin sehr zufrieden mit dem Lack und kann mich nicht beschweren. Die kommen ja woanders dahin. Dann habe ich auch aufgebraucht. Ja, wie gesagt, das kommt jetzt alles auf einmal. Aufgebraucht nicht, aber auch ausgekratzt, weil dann mehr zum Auskratzen war als an sich an dem Stick dran. Den Hoola Quickly Contour Stick, den mag ich richtig gerne. Ich finde, das ist einer der schönsten Contour-Bronzer-Geschichten, die es gibt. So auf den Markt, was ich jetzt derzeitig auch probiert habe, was ich in der letzten Zeit überhaupt probiert habe. An sich bin ich kein Bronzer-Mädli, also kein Mädli, kein Bronzer in Cremeformat, aber der war echt toll. Oder der ist immer noch toll. Ich habe immer noch genug Produkt davon. Und ich schätze den jeden Tag, wenn ich den benutze, aufgepuderte Visage. Dann aufgebraucht und leider war ich so dämlich und habe der letzte Rest mitgewaschen. Für mich ist das natürlich hier jetzt aufgebraucht. Der war leider in meiner Arbeitshose drinne. Habe ich nicht mehr dran gedacht und ich glaube nicht, dass das nach lecker, lecker für euch aussieht. Für mich nämlich auch nicht. Ich hoffe, ihr seht, dass ich eine Seite komplett aufgebraucht habe und bei der anderen ist vielleicht ein halber Millimeter noch dran. Es ist trotzdem für mich aufgebraucht. Das war von Catrice der Power Plumping Gel Lipstick in der Farbe 040. Ich habe hin und her überlegt, ob ich den nochmal nachkaufen soll oder nicht. Ich habe mich dagegen entschieden. Die Farbe ist optimal, aber die Formel ist so, dass er irgendwann mal dahin schmilzt. Ja, er ist mir dreimal gebrochen und ich musste ihn dann reinquetschen und es war mehr Rumgemache an dem Lippenstift, als dass ich es einfach in Ruhe auftragen konnte. Weißt du, irgendwann hing der überall, der ist dann irgendwie so immer schräger und schräger. Und wenn ich ihn mit der anderen Seite bearbeitet habe, ist er mir komplett abgebrochen. So, kommen wir hier zum P2 Lipstick. Das war ein Lip Liner in der Farbe 036. Bin ich der Meinung, ganz, ganz toller Lip Liner, habe ich gefeiert. P2 gibt es nicht mehr, aber ich hab noch 100 Lip Liner, glaube ich. Dann auch so gut wie leer. Es ist nur noch ein paar Anwendungen habe ich ja umgefüllt gehabt, um es mitzunehmen. Ich habe aber eine andere Creme mitgenommen, die ich seltener benutze. Irgendwo fährt die auch rum, genau. Vielleicht könnt ihr das sehen.
Es ist genug noch da. Ich würde sagen, noch so 15 Milliliter von dieser Creme. Vielleicht die Hälfte, ne? Ah, nee. Hier waren 50. Ich glaube, so die Hälfte ist noch drin. Ich benutze sie wahnsinnig gerne. Ich habe sie nachgekauft. Schneckenschleimcreme Gel habe ich nachgekauft. War bei Action zu haben für 2 Euro. Ich habe mir auch die Nachtcreme gleich mitgenommen, als ich in Hamburg war. Und ganz, ganz tolles Produkt. Oh, ich das hasse, wenn alles runterfällt. Dann habe ich auch umgefüllt, weil der nur noch am Rand war, von Too Faced. Das Prime It and Poreless. Ich finde das ein ganz, ganz tolles Puder. Vor allen Dingen mit der Puderquaste so. Ich muss ein bisschen Puder aufbrauchen, ja, für meine Statistik da, die ich euch im Jahresende zeige. Sonst wird das ja nie was. Ich nehme das auf und presse das richtig an die Poren. Richtig mit diesem Puderquästchen, was dabei war. Tolles Ergebnis. Und fegt das einfach mit einem normalen Puder weg. Das gibt so ein ultraweiches Gefühl. Ich weiß gar nicht, welches Puder das noch gemacht habe. Ich glaube, Manhattan ist da ähnlich. Ich bleibe jetzt bei meinem losen Puder von Manhattan und schau, ob ich damit auch gut zurechtkomme. Ansonsten würde ich dazu auch tatsächlich zurücktendieren. Genau. So, dann, was ist noch da drin? Von Models Co. Schmeiße ich eine Sache weg. Den anderen habe ich ausgekratzt, wie man sieht. Den braunen schmeiße ich weg. Es ist überhaupt nicht mein Farbton. Ich habe das versucht. Ich will das nicht. So auf dem Handrücken sieht es toll aus, aber wenn ich es mir im Gesicht mache, ich finde, ich sehe irgendwie fleckig aus. Ich sehe nicht so schön gebronzt aus. Ich sehe einfach orange und verschlagen aus. Models Co. Highlighter Trio. Tolles Produkt. Hebt auf Foundation, Puder, Produkte, egal was. Es sieht immer toll aus, wenn ich sie auftrage. Aber nur die zwei helleren und vor allen Dingen das Rosé hat mir sehr gut gefallen. So, dann kommen wir jetzt mal zu Haushaltsartikeln. Kann der Müll auch mal weg. Aufgebraucht oder derzeitig in Verwendung ist diese Max White Shine Crystal. Ist nicht schlecht, aber es ist nicht meine Liebste. Dann habe ich natürlich mein liebstes Klopapier im Müller mal nachgekauft gehabt. Ich habe gar keinen Müller oder Drogerie-Haul abgedreht, weil so viel war es nicht. Immer mal wieder ein bisschen, immer so das Nötigste, sage ich mal, Weichspüler habe ich doch gekauft. Natürlich, ich konnte es nicht widerstehen. Ich benutze aber nur eine halbe Kappe pro dunkle Wäsche. Bei der hellen Wäsche brauche ich keins. Auch bei den Handtüchern nicht, wenn ich es gleich aufhänge. Wisst ihr, es kann sein, dass ich mal eine Waschmaschine laufen lasse, sie dann vormittags fertig ist und ich sie erst schaffe, mittags aufzuhängen nach der Arbeit. Von daher, ganz tolles Klopapier. Oh, mein Arsch riecht einfach wunderbar. Elmex Kinderzahnpasta habe ich dem kleinen Mann gekauft. Ja, und dann Tinti Bubble Kne Rakete. Färbte überhaupt nicht das Wasser. Also das Wasser war gefärbt, aber sprudelte überhaupt nicht. Ich habe irgendwie Knete statt Rakete gelesen. Ja, typisch Blondine halt. Färbt sprudelnd das Wasser. Nee, habe ich überhaupt nicht gemerkt. Gesprudelt hat es nicht. Er wollte es auch eigentlich nicht mehr. Also bei der einen Kapsel hat er gesagt, will er nochmal. Fand ich jetzt für 2 Euro auch nicht so billig. Dann habe ich auch aufgebraucht so einen Schwamm Sponge Steady. Finde ich praktischer als Scrub Mummy, weil man da einfach, ja, es ist einfach ein Smile, finde ich toll. Ich Hält würde nicht auch. so lange. Und ich finde die günstiger und einen Schwamm für 2,50 Euro, den man dann in die Tonne kloppt. Ich rate euch, das öfters mal in die Spülmaschine zu machen. Ja, irgendwann zerfällt er. Das ist normal, dass er zerfällt. Irgendwann muss man den auch austauschen. Also ich würde sagen, nach einem Monat höchstens zerfällt er dann auch. Leider für den Preis etwas ein Flop, aber ich finde trotzdem die Qualität gut, weil es zwei Sachen kann. Vielleicht ist er einfach, ja, vielleicht wird er irgendwann besser. Dann hat mein Sohn aufgebraucht, weil die Knete, glaube ich, also diese Farbe läuft irgendwann mal ab und es sah immer so toll aus, muss ich sagen. Als ich ihn das roch nach Apfel, habe ich im Müller gekauft. Malseife grün mit Glitzer. Ganz toll. Aber ihr seht vielleicht, wie eklig das auch ein bisschen ist. Deswegen, ja. Wie findet ihr meine Haare? Ich bin so happy. Sie sind so hell. Und ich bin so verschmiert überall. Naja. Tolles Teil. Kann ich immer mal wieder kaufen. Kostet, glaube ich, 1 Euro oder so. Dafür ist es in Ordnung. Das hält auch eine Weile, ne? Ist für ein Jahr gedacht. Aber er hatte größten Spaß damit. Und so soll ich ihm die Freude nehmen. Klopapier von Penny, mag ich sehr gerne. Dann, meine Lieben. Ups, das war das Parfüm.
Das mache ich auch weg. Dann habe ich aufgebraucht noch Rohrreiniger von Ding mit. Ja. Konnte ich die ganze, also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es nervt mich ein bisschen, weil meine Vermieter sich nicht drum kümmern um die Rohrreinigung. Das muss ich selber machen. Ich hatte auch schon im größten Theater, weil einfach das Rohr von sich aus verstopft ist. Es liegt nicht an uns. Ich glaube, es ist bei allem im Haushalt so, aber keiner beschwert sich. Und als der Rohrreiniger da war, habe ich dann die Rechnung von 100 € gekriegt. Steht auch in meinem Mietvertrag so drin, ist auch in Ordnung, aber ich sehe es nicht ein. Also ich muss jeden Monat einen Rohrreiniger reinschütten, manchmal auch alle 2 Wochen. Und da geht auch die halbe Flasche drauf, denn es hat auch nach Knoblauch neulich bei mir im Bad geduftet. Ich habe nichts gemacht. Ich glaube nämlich, dass unter mir die Leute mit Knoblauch gekocht haben oder über mir und das in die Badewanne, in Waschbecken geschüttet haben, in die Küche und es kam einfach alles bei mir raus. Das war so ekelhaft. Ja, das hilft. Das ist genauso gut wie teures. Ja. Dann ist noch leer gegangen so ein Teil hier. Da war so Spaghetti drinne zum Baden. Das hat mein Sohn gefeiert. Und ja, für meine Statistik kommt das rein. Ich glaube, das war's auch, was ich so aufgebraucht habe. Genau, das war's. Und ich bin ganz zufrieden. Das geht voran, auch wenn es manchmal ich auch mehr kaufe, als ich sollte. Schaffe ich trotzdem Dinge aufzubrauchen, erstaunlicherweise. Ich habe keine Ahnung. Ich bleibe halt meistens an den Dingen auch dran. Dann passiert auch was. Wenn ich zu viel variiere, ich variiere meistens im Lidschatten. Ansonsten ist meine Base meistens gleich. Deswegen werdet ihr auch bald Videos sehen, wo ich meine Base erstmal nicht mache. Weil ich finde, ein Augenlook reicht vollkommen aus. Manchmal lasse ich die Base drin, um euch was zu zeigen, was ich für mich neu entdeckt habe, sage ich mal so euphorisch, wie ich als bin. Aber wie gesagt, zum Beispiel Augenbrauenstift benutze ich fast täglich. Den habe ich schon dreimal nachgespitzt oder viermal, ne? Das geht dann so langsam, langsam voran. Ich verabschiede mich. Ich bleibe auf jeden Fall dran, denn es wird auch in den Schubladen leerer und leerer. Und ja, ich merke einfach, dass ich was aufbrauche. Ich hoffe, wie immer, das Video hat euch gefallen. Ich zeige euch nochmal meine neueste Errungenschaft, die ich gemacht habe im Kleiderkreisel angezogen. Koko, ich finde dich so geil. Es ist zwar bauchfrei, aber ich trage ja ein Oberteil unten drunter. Ich fühle mich so wohl damit. Ich kann mir gut mit einer High-Waist-Jeans vorstellen, sie zu tragen, das Oberteil unten rein. Wenn ich dann meine Ärmel hochmache, sieht man meinen Schlabberbauch nicht. Ja, man muss ein bisschen kaschieren im Leben. Ja, nichts ist perfekt. Man sollte sich seine eigene perfekte Welt erschaffen können. Das kennen wir mit Klamotten, Gott sei Dank. Manchmal können wir das nicht. Aber so, ja, ich versuche mein Bestes zu geben und wünsche euch einen wundervollen Tag, wenn ihr das Video seht. Ciao!